Und wir sind im Schrank. Alles klar, entspannt euch, aber lasst die Waffen. Wir sind nicht allein in diesem Raum. Wir können hier durchgucken und sehen, dass hier jemand ist, der uns beobachtet. Beziehungsweise uns hier bewacht im Schrank. Und ich hoffe nicht, dass er auf die Idee kommt, hier reinzugucken, denn dann haben wir ein wirkliches Problem. Aber so wie es aussieht, bewegt er sich hier auch nicht mehr weg. Wenn wir eine andere Verkleidung bekommen würden, dann... Okay, der nächste kommt, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wenn wir eine andere Verkleidung bekommen würden, dann würden wir sicherlich nicht mehr so auffallen. Oha. Das war sehr, sehr ungünstig. Und jetzt gehen wir mal schnell wieder in den Schrank zurück. Auch wenn das hier ziemlich lange dauert und die Feinde immer nachrücken, müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir aus dieser Mission wieder rauskommen. Wir haben schon 6000 Minuspunkte, aber es geht ja letzten Endes eh nur darum, die Mission abzuschließen. Von daher, einzelne Opfer bleiben dabei natürlich nicht aus. Ups. Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Wir wollen hier in den Schrank rein, genau. Und wir spielen mit L2. Und wir sind hier echt in der Sackgasse. Also wir haben hier zwar den Schrank, aber wir sind hier echt in der Sackgasse. Wir können hier irgendwie nicht an den Wachen vorbei. Eigentlich brauchen wir doch nur diese einen Schlüssel. Würden wir die bekommen, dann könnten wir ganz ruhig durch die Tür gehen und wir hätten keinen Stress. Oder hätten wir eine andere Verkleidung, dann könnten wir die Schlüsselkarte ganz entspannt einsammeln gehen. Aber hier sehen ja alle gleich aus. Hier sehen alle gleich aus. Das ist das Problem. Okay. Die Wachen sind vorsichtig geworden. Aber im Moment sieht es doch gut aus für uns, oder? Ich versuche jetzt, die Schlüsselkarte zu bekommen. Und ich habe die Schlüsselkarte. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Und wir verstecken uns das letzte Mal. In der Hoffnung, dass wir danach zur Tür kommen. Also wir haben die Schlüsselkarte bekommen. Und wir haben auch nur noch 608... Nee, wir haben Pluspunkte. Wir haben 600 Punkte. Okay, also schon mal nicht mehr im Minus. Obwohl wir so viele Leute getötet haben. Auf der Jagd. Okay, das ist es, was ich wollte. Okay, jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass wir hier nicht so umzingelt werden von irgendwelchen Angestellten. Wir spielen nochmal durch den Schrank. Und der muss auf jeden Fall hier weg. Am besten geht er durch die Tür. Nein, falsche Richtung. Ah, Mist. Er hätte nach rechts gehen sollen. Dreh um. Okay. Dann verlassen wir das Schränkchen hier mal. Und wir drehen um. Wir gehen hier durch. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Moment, wir müssen irgendwo anders durchgehen. Okay, er kommt hierher. Dann rennen wir mal kurz hier hinter und verstecken uns hier. Jetzt wähle ich auf der Jagd, okay. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Dann gehe ich nochmal schnell in Deckung. Das nützt ja nichts. Die Leute werden hier auf jeden Fall wieder nach uns suchen. Nicht einfach. Nicht einfach. Ja, da sind einfach zu viele und
Da sie auch wissen, dass wir verkleidet sind, haben wir da keine Chance, einfach so dran vorbeizugehen. Wir müssen uns da schon irgendwas einfallen lassen. Ah ja, ich weiß was. Ach, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Wir können doch einfach alle Gegenstände werfen. Wir können die doch einfach ablenken. Das ist eine super Idee, das mache ich gleich. Komm, hau ab, Kollege. Wir lenken die einfach ab. Hier liegen doch tausend Sachen rum. So, vorsichtig. Der Typ ist weg. Jetzt wählen wir die Kaffeetasse. Jetzt öffne ich die Tür. Und will dabei nicht entdeckt werden. Hier können wir auch nicht wirklich sicher durchgehen. Dann würde ich sagen, richten wir uns jetzt auf und gehen mit Instinkt hier durch. Okay, das reicht nicht. Wir fliehen. Wir fliehen. Ich versuche zu fliehen, zumindest. Und das sieht gar nicht gut aus für uns. Kann man sich irgendwo verstecken? Ja, genau, wir konnten uns hier drin verstecken. Okay, jetzt warten wir hier ein bisschen ab. Die anderen werden auf jeden Fall kommen und uns hier drin suchen, aber ich denke nicht, dass sie uns finden werden. Auf der Jagd, okay. Ich kann noch nicht hier rauskommen. Oder? Doch, wir gehen hier raus. Und das war meine Befürchtung. Schade, ich hätte doch nicht rausgehen dürfen. Aber wir versuchen uns nochmal neu zu verkleiden. Und wir haben die gleiche Verkleidung an, das nützt also nichts. Okay, das war auch logisch. Ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Und die anderen sind unten, soweit ich weiß. Dann verstecken wir mal die Waffe und versuchen mit Instinkt hier vorbeizukommen. Alles klar. Zugang gefunden. Aufschließen. Alle Zeugen wurden beseitigt. Niemand ahnt etwas von ihrer Identität. Und niemand schöpft Verdacht wegen ihrer Verkleidung. Okay. Vergessen Sie nicht. Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Das stimmt schon, Diana hat uns wirklich verraten, aber sie war ja auch jahrelang mit uns im Einsatz und hat uns auch sicherlich das ein oder andere Mal sehr geholfen. Deswegen müssen wir nochmal darüber nachdenken, ob wir wirklich den Abzug ziehen. Aber jetzt suchen wir erstmal weiter. Und das ist sie, oder? Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Daher, nein. Ich,
Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Diana gefunden. Alles klar. Wir haben sie angeschossen und wahrscheinlich ist sie daran auch gestorben. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir jetzt eine andere Wahrheit kennen. Und das ist eine schwere Belastung. Ich denke, wir verstehen jetzt einiges mehr. Wir sollten auch gerade im Umgang mit Victoria noch einmal gut nachdenken, was wir tun. Aber erstmal kommen die Waffen weg. Hier ist nichts. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Okay. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Weg. Alles klar. Das ist doch was sehr, sehr Gutes, oder? Leichen in der Nähe. Na gut. Das ist jetzt auch nicht zu übersehen. Und das ist Victoria. Das Mädchen, um das sich die Story hier dreht. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Und das war, glaube ich, die Entscheidung. Wir werden jetzt nicht mehr mit unserem Geheimdienst zusammenarbeiten. Jetzt stehen wir auf der Seite von Victoria. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Es sieht also ganz danach aus, als ob die Ärzte der Agency die Menschen zu Maschinen machen, zu Profikillern. Und wir haben das Level abgeschlossen, ein persönlicher Auftrag, mit der Punktzahl von 6.818. Und wir haben auch einmal noch eine kleine Bilanz aufgeführt. Aber die sieht wahrscheinlich nicht allzu positiv aus. Musik.
wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Das Gotteshaus soll sie in Schutz nehmen. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Das heißt, jetzt kümmern wir uns also selbst um die Angelegenheiten der Agency. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay, wir haben also den Auftrag, jemanden umzubringen, den wir nicht kennen. Aber als Gegenzug dafür bekommen wir auch Informationen. Der König von Chinatown. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Alles klar, das werden wir tun. Und wie der König von Chinatown sein weiteres Leben verbringt oder ob wir ihn den gar ausmachen, das seht ihr in der nächsten Folge von Hitman Absolution.